Ja, okay, das gibt's auch. Es gibt auch so notgeile Jungs, die denken, ah, die ist geil, like, vielleicht like die auch von mir. Also sowas halt gibt's auch, ne? Immer gut aufpassen. Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video und ich denke, ihr habt es am Titel schon gelesen. Es geht heute darum, also ich kriege halt sehr oft die Frage, ja, woran merke ich eigentlich, dass ein Junge mich mag oder dass ein Junge mich toll findet oder dass ein Junge mich... Auf jeden Fall bekomme ich oft die Frage gestellt, woran merke ich eigentlich, dass ein Junge Interesse an mir hat? Beim ersten Mal drüber nachdenken habe ich mir so gedacht, keine Ahnung, aber wenn man halt mal ein bisschen länger drüber nachdenkt und das auch so auf sich bezieht, also mir ist jetzt schon was eingefallen. Ich will gar nicht lange labern und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an und ich wünsche euch viel Spaß. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da, also wenn es euch gefällt, halt nur, sonst nicht, sonst Daumen nach unten. Werten ist sehr wichtig, finde ich, weil dann weiß ich, ob es euch gefällt oder nicht, ob ihr mehr davon wollt oder nicht. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit so etwas sehr Selbstverständlichem an. Auf jeden Fall, wenn ihr halt einen Jungen toll findet und von ihm eine Nachricht bekommt, wisst ihr automatisch, dass er euch auch toll findet. Aber wenn ihr halt als Mädchen den Jungen angeschrieben habt und ein bisschen schreibt, so normalerweise aus Höflichkeit antwortet wirklich jeder und wenn ihr aber wirklich nur immer ihn anschreiben müsst und er euch danach nicht auch mal anschreibt, könnt ihr es eigentlich vergessen. Deswegen also ganz allgemein verfasst, wenn euch ein Junge, also wenn ihr mit einem Jungen schreibt, aber ihr immer ihn anschreiben müsst, dann bringt das gar nichts. Klingt vielleicht hart, aber das ist halt so wirklich. Nächste Sache, das habe ich auch so ein bisschen auf mich bezogen und zwar, also wie gesagt, wir gehen jetzt gerade schon mal davon aus, ihr habt schon so ein bisschen Kontakt mit dem Jungen. Wie ihr in Kontakt kommt, habe ich letztens ein Video zu gemacht, findet ihr auch auf dem Kanal von mir, aber erst ist später verlinkt. Ja, dann machen wir auch direkt mal weiter und zwar, ich gehe jetzt halt immer schon so davon aus, dass ihr so ein bisschen Kontakt wenigstens zu dem Jungen habt, vielleicht Stufe oder Klasse, keine Ahnung. Und zwar, das ist auch so, habe ich auch jetzt so auf mich bezogen, das ist ohne Scheiß so, wenn man halt irgendwen ganz cool findet und halt was mit der Person macht, zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwo langlaufen einfach als dummes Beispiel. Und überall sind ja eigentlich irgendwelche Fensterscheiben oder irgendwie sowas, wo man sich selber drin sieht und dann will man halt gut aussehen, ne? Und man zupft halt immer so ein bisschen hier so drum rum, dass das auch alles gut sitzt, macht mal so oder so. Und ja, so ist das halt. Deswegen, wenn ihr als Mädchen jetzt mit irgendeinem Jungen durch die Gegend lauft und er die ganze Zeit so macht, denkt nicht, bist du behindert, sondern, ja, der mag mich wohl. Ja, jetzt beim nächsten Punkt, da war ich mir unsicher, ob ich das mit reinnehmen soll oder nicht, weil ich habe es, glaube ich, schon 20 Mal in meinen Videos gesagt, aber wir machen es einfach mal ganz kurz. Und zwar heutzutage gibt es ja Instagram, Facebook, was gibt es noch? YouPorn, ne Spaß, und sowas alles. Und zwar, wenn ein Junge, den ihr vielleicht ganz cool findet, nicht ein Foto von euch liked, weil eins ist immer so, ja, komm, das like ich einfach mal so aus Höflichkeit oder aus, weiß ich nicht, Freundschaft. Ist auch scheißegal, auf jeden Fall, wenn ein Junge halt 10 Fotos von euch liked, könnt ihr direkt davon ausgehen. Okay, der findet mich anscheinend toll. Weil sonst wird man keine 10 Fotos liken. Okay, vielleicht gibt es so notgeile Jungs. Ja, okay, das gibt's auch. Es gibt auch so notgeile Jungs, die denken, ah, die ist geil. Like. Vielleicht like die auch von mir. Also sowas halt gibt's auch, ne? Immer gut aufpassen. Okay, wir machen direkt mal weiter. Und zwar, das ist jetzt also der nächste Punkt, das ist eigentlich so eine Bestätigung von der Bestätigung, dass er euch mag. Und zwar, wenn ihr vielleicht schon mit dem Jungen schreibt oder so und er euch im Handy jetzt nicht einfach so Chantal einspeichert, sondern Chantal vielleicht fette Planschkuh. Ne, das ist nicht gut. Ihr wisst schon, was ich meine. Irgendwie so einen schwulen Smiley dahinter oder... ich weiß es nicht, keine Ahnung, irgend so ein süßer Name, auch wenn das irgendwie ein bisschen... Aber das ist auf jeden Fall eine Bestätigung, weil man speichert ja nicht einfach so irgendjemanden anders ein, als wie er richtig heißt, wenn man ihn nicht mag. Also wenn man ihn nicht mehr als mag. Bei mir heißen jetzt zum Beispiel hier Sandra, Jan Lois, Kerim, Eisbär. Ah, guck, ich habe hier einen mit meinem besten Kumpel, habe ich nicht eingespeichert, wie er heißt, sondern Eisbär. Damit zeige ich ihm, dass ich ihn ganz doll mag. Nein, Spaß. Ich habe ihn so eingespeichert, weil seine Freundin ihn Eisbär nennt. Ja, und jetzt kommt noch ein sehr wichtiger Punkt. Es kann ja nämlich auch sein, dass ihr noch gar keinen Kontakt zu dem Jungen habt. Also ihr seht euch vielleicht ab und zu mal, aber ihr redet nie miteinander, guckt euch auch nicht wirklich an. Obwohl, da ist dann halt schon so, auf jeden Fall, wir gehen jetzt mal davon aus, ihr habt keinen Kontakt, richtig. Da kann ich euch erstmal raten, euch mein Video 5 Schritte ein Mädchen, Jungen klar zu machen. Ist auf jeden Fall super, ist am Ende aber auch verlinkt und so. Gebt euch das nach dem Video hier anzuschauen. Und gebt euch das nach dem Video hier anzuschauen. Kein Sinn. Aber wie ihr an sich herausfindet, ob ein Junge, den ihr wirklich gar nicht, mit dem ihr gar nicht kommuniziert, ob der Interesse an euch hat oder nicht, das Einzige, was ich sagen würde, ja, wenn er euch manchmal
so anguckt. Nicht Spaß. Aber so Blicke und so vielleicht. Aber sonst keine Ahnung, sonst geht das gar nicht. Aber ich habe keine Ahnung, wie das sonst gehen soll. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendeinen Tipp oder so dafür habt. Und ja. Ansonsten würde ich sagen, Daumen nach oben ist ja natürlich immer gut. Instagram und so war eben auch schon eingeblendet, steht aber auch auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und ich hatte ja gesagt, hier dieses 5 Schritte, ein Mädchen, Jung, bla bla bla, klar zu machen. Findet ihr hier oben eingeblendet. Checkt das auf jeden Fall ab, würde mich freuen. Und abonnieren nicht vergessen, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Haut rein, Leute. Ciao, 15 Uhr einschalten. Heftig.